Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut Althof. Ja, ja, pass auf, ich habe mir jetzt eine Hilfskraft geholt, also ist eine, ja, die arbeitet halt auf Stundenbasis. Die tue jetzt eine Feld da hinten gruppen. Ich weiß, ich habe nicht viel Geld, aber mein Gott, das hilft nichts. Ich muss was anderes auch noch machen. Und ja. Ich sag's mal ganz ehrlich, wie es ist, Leute. Ich hab eine Kampfsucht. Ich hab gebt meine letzten Groschen aus und hab mir jetzt diesen Lanzbulldog gekauft, aber da musste ich einfach zuschlagen, weil der war da und sowas wünscht man sich ja in jede Garage rein. Also jeder, man wünscht sich ja sowas, dass man sagt, das hat einen schönen geilen Lanzbulldog. Und ja, ich hab mir den jetzt gekauft. Und er ist schon ordentlich. Haha. Es muss das sein, auch wenn es finanziell schwierig ist. Aber hilft ja nichts, gell? So, schauen wir mal. Ja, die Helferin, die geht jetzt her und gruppert das Feld. Oben, das ist ja noch nicht angelegt, das ist nicht wirklich. Oh, jetzt mal den Sound und wieder blubbert. Oh, ha, 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 oh mein Gott. Ah, so. Jetzt auch. Jetzt was zum tun. Ja, aber ich soll das machen. Die kriegt stundenweise. Mit der habe ich jetzt ausgemacht, in der Stunde ein bisschen was über 20 Euro, das passt schon. Nein, ich war mal auf der Zeit. Weil ich muss ja andere Dinge auch machen. Ist, alleine, da hängst du halt schon immer dran, gell. Die hat so Probleme mit ihren Armen. Irgendwas mit dem linken Arm hat die da so Probleme, aber es geht trotzdem. Naja, die kriegt das schon hin. So, jetzt muss ich mal schnell auf den Markt schauen. Jetzt passt sie mal auf, weil ich brauche ja. Ich brauche unbedingt. Passt's auf, ich brauche einen Mineraldünger. Ja, 1920, oje, so eine Palette. Puh, ja, hilft nichts. Oh Gott. Oh, ist teuer. Ist teuer, teuer, teuer. Nur noch 2700. Ich bin pleite. Habe ich schon verzählt, dass ich übrigens 200.000 Schulden habe. Auf dem Hof und alles. Ah, der schnürt wie ein Kätzchen. Ich habe den gesehen, oben beim Händler. Da bin ich hin, weil ich gefragt, was los ist. Muss man gesagt werden, ja, ich verkaufe den. Habe ich gesagt, was? Ein Lanzbulldog? Okay. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob der Preis zu teuer ist, aber ich habe über 11.000 zahlt. Aber ich habe mir gedacht, wenn sowas mal da ist. Das muss man ausnutzen. Es, ja. Ja, wenn man kurz vor der Pleite ist, geht es eigentlich nicht, aber sowas kriegst du ja nicht.
Da muss man halt Abstriche machen. Abstriche ist halt einfach, dass man sagt, ja, okay, dann macht man es halt einfach, man gibt es halt einfach aus. Auch wenn es schlecht ist. Ich habe jetzt nebenbei gleich mal nachgefragt, wie ich dem Mähgerät, den großen da, den, wo man sich ausleihen kann, der ist länger verliehen jetzt, also habe ich auch keine Möglichkeit. Sonst hätte ich jetzt einmal das ganze Gras hinten bei mir zugemacht, da muss ich mir auch noch was kaufen. Mäht so, ich weiß, mal schauen, billig gebraucht. Oder ich miet mal sowas, ja. Wobei ein Ladewagen, ich weiß gar nicht, habe ich einen Ladewagen? Ich glaube, ich habe gar keinen Ladewagen mehr. So, dann filmen wir mal das über. Okay. Sind wir da wieder voll? Passt das? So. Der Sound ist schon gigantisch, also ich muss schon sagen, das ist ein richtig geiler Sound. Das ist ein schöner Traktor, wirklich einfach schön, spitze. Das ist einfach, das ist halt einfach Landwirtschaft für mich, ja. Das hat eine Seele. Das Teil hat eine Seele. Naja, die soll jetzt einmal das Feld da drüben fertig gruppern, dann tue ich es nochmal düngen und dann kann man ja die Aussaat drauf bringen. Aussaat, ja, mache ich auch Soja drauf. Wenn ich mir so überlege, ich brauche übrigens auch noch einen Striegel, ich habe nicht einmal einen Striegel, gell? Ja, den werde ich mir nicht mehr leisten können. Ja, nochmal einen Kredit bei der Bank, wird schlecht. Ich habe mal schon überlegt, vielleicht so eine Photovoltaikanlage oder Windkraftwerke kleines, wo ich den Rest dann einspeisen kann und ein bisschen Strom selber nutze und den Rest speise ich ein. Naja, aber weiß nicht, ob ich da auch Finanzierung dafür bekomme. Schätze mal eher nicht. Lohnzahlung auch noch weg, super. Ja, aber die ist jetzt auch ganz schön weit schon. Ja, den Traktor stelle ich jetzt mal hier einfach ab.
Ja, die kann da weiterarbeiten. Ich habe so viel zu tun. Es ist wirklich schwierig. Also. Naja, klar, man kann natürlich jetzt sagen, dass er mit zwei Feldern überfordert, aber nee, nee. Ich habe schon viel zu tun, AG. Also. Ja, ist ja so. Ist ja alles neu und. Ja, nach am Anfang muss man einen Überblick Ding und. Oh, Reh ist hier drin. Bam. Okay. Das ist so schnell gewesen, dass es mit Lichtgeschwindigkeit durch dieses Holz da durchgesprungen, ja. Naja. So. Ja, ich muss jetzt mal schauen. Muss mir mal schlau machen, wie ich ein Gewächshaus da hinten, weil das möchte ich auch vielleicht machen, dass ich Tomaten so Zeug anpflanze. Ja. Die Silos habe ich ja leer geräumt. Ja. Genau. Ja, wie gesagt, ich brauche einen Striegel, brauche ich. Und da muss ich mir auch irgendwas einfach lassen. Dieses Gras könnt ihr ja wegmachen. Aber ich habe gar keinen Ladewagen, gell? Schau mal, aber nee, ich habe keinen Ladewagen. Nee, ich wusste jetzt nicht, dass ich einen hätte. Nee, ich habe keinen. Eieiei. Ja, da muss ich mal Verhandlungen mit der Bank machen. Vielleicht kriege ich ja Geld, dass die Bank sagt, jo. Ja, wir geben da was. Ja, muss ich sagen, gell. 200.000 ist nicht ohne, gell. Aber es hat halt einfach auch für Geld gekostet, das Ganze hier. Ja. Ja, jetzt kann ich eigentlich gar nichts Großmächtiges machen. Ich kann ja nicht einmal helfen, weil ich habe keinen Krupper nicht. Ich habe nur diesen einen Krupper. Kai, jetzt hätte nochmal einen Krupper kaufen. Das kann man jetzt einfach nicht leisten. Jetzt müssen wir warten, bis die fertig ist. Eigentlich sollte man ja hergehen und kein Geld ausgeben und sollte man es selber machen. Aber ja, aber die muss ich mal ein bisschen sie unterstützen, weil der geht es ja finanziell auch nicht so toll und die ist auch froh, wenn es. Die hat ja Behinderung und der ist so froh, wenn es auch Geld kriegt, ja. Das passt dann schon. Das passt dann schon. Na gut. So. Ich muss jetzt übrigens eine Wand verputzen, weil da ist was wegbröckelt. Das muss ich jetzt mich schnell drum kümmern, das muss ich jetzt auch schnell machen. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann bin ich mal draußen. Ja, gehabt euch wohl in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Freunde. Servus.